Yo, mein Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play Gothic. So, die Nazis Raben. Und ich merke gerade, ja, ich habe das kommentiert wohl nicht ganz verlernt. Ich habe jetzt nämlich 2 Monate nicht aufgenommen. Ihr habt davon aber wahrscheinlich fast gar nichts mitgekriegt. Naja, auch egal. Ja, Probleme, Gründe waren Motivationsprobleme. Na, nicht eigentlich nicht. Mein PC ist einfach irgendwie schlechter geworden, aber ich hoffe, Gothic packt der flüssig. Das wäre wirklich das Ende. Ja, aber Gothic scheint noch zu gehen. Naja, auf jeden Fall, für Franco sollen wir jetzt Aufgaben machen, um uns bei den Banditen einzuschläfern, aber nein, das wollen wir nicht. Um da ein bisschen einzuschleimen sozusagen, damit wir Informationen aus denen rauskriegen. Aber die Aufgaben machen wir nicht, wir prügeln einfach Informationen aus denen raus, indem wir einfach jetzt mal ihn schlagen. Warte, du Mist. Mir wurde von einem Zuschauer namens Tobi Van Kenobi gesagt, dass das ein besserer Weg ist, also zeitsparend, und ja, wir sind gleich tot. Ich bin scheiße in Kämpfen, aber das kriegt man schon hin. Mit ein wenig Geduld. Weil der schlägt nur, dann macht er kurz Pausen, dann schlägt er wieder. Dann muss man theoretisch nur blocken und im richtigen Moment zuschlagen. Das wäre gelacht, wenn wir es nicht schaffen. So, Arschloch. So, ich meine Waffe. Wenn er vielleicht eine bessere Möglichkeit wäre, es mit Pfeil zu versuchen. Ich gehe mal ganz nah an ihn ran, schon fast in ihn rein. Hier, ganz intimer Kontakt. Ey, schlag zu. Hallo, geht's noch? Junge. Ah, yeah. Immer fest drauf! So, jetzt bin ich mal. Mach schon! Den wirst du ja wohl schaffen! Gib alles! Schlag schon! Zeig sie mal! Sorry, wenn ich gerade nicht so viel rede, ich konzentriere mich extrem. Zeig zu! Leg dich nicht. Okay, das sieht doch schon mal besser aus, weil ich ein paar Mal ein bisschen geblockt habe. Blocken ist auch so eine Sache, die liegt mir irgendwie überhaupt nicht. Naja, was soll's? Schaffen wir schon. Naja. Gehen wir mal wieder hinten in ihn rein praktisch und hauen so bam bam. Zeig sie! Ja, so ist gut! Schade. Boah, ich will jetzt. Warte mal, wenn er lädt, dann nimmt er packt das immer nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, ich mache das immer offline. Sorry, aber das packe ich offline solche Sachen immer besser, weil ich habe da mehr Geduld. Weil kommentieren wird da ähnlich, ist ein bisschen langweilig. Ihr seht ihn dann ja tot und wisst ja, wie man den tot macht. Bis gleich. So, Freunde, da wären wir wieder. Hier liegt unser Freund Franco tot auf dem Boden. Das Arschloch hat es nicht anders verdient. Jetzt haben wir die ganzen Sachen. Jetzt müssen wir einmal, Dings da, unser Leben wieder aufladen. Das ist direkt voll. Und natürlich einmal speichern und uns freuen, dass wir es endlich geschafft haben. Hat jetzt nicht so lange gedauert, wie ich dachte, aber hat schon etwas Zeit in Anspruch genommen dafür, dass es nur ein lästiger Kampf war. Aber naja, was soll's. Es gibt doch nur noch mehr. Ich habe trotzdem, das hört sich jetzt total bescheuert an, aber ich habe trotzdem ein bisschen das Gefühl, dass Gothic laggt. Obwohl es auch nicht immer gleich in meiner Grafikkarte liegt. Bei dem guten Prankgamer, den ich auch grüßen will, genauso wie Tobi Van Kenobi, der mir diesen Tipp gegeben hat. Bei dem hat das auch geleckt beim Prank Gamer manchmal, und der hat wirklich einen Bomber-PC. Der arme Kerl kann ja. Grüß dich. Hoffen wir mal, dass du zuschaust. So, Bandit. So, wo sollen wir jetzt hin? Mach ich einfach mal so, wie ich will. Schau mal hier. Hey, was ist da unten? Ich habe Franco umgehauen. So? Dann ist das jetzt deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die faulen Säcke jeden Tag ihre Arbeit machen. Hey, ich bin nicht hier, um mich mit Jägern rumzuärgern. Ich will... Nichts da. Du hast Franco umgehauen. Du bist jetzt der Anführer. Also, mach deinen Job. Wenn ich der Anführer bin, dann kann ich bestimmen, wer als nächstes reinkommt. Und ich bestimme, dass ich als nächster reinkomme. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Taurus kann doch einen neuen Anführer für die Jäger schicken. Dann wird... Du gibst nicht auf, was? Taurus wird sich darum kümmern, dass die Jäger nicht ohne Anführer leben müssen. Worauf wartest du noch? Hey, bist du der Neue, der Franco umgehauen hat? Jo, das bin ich.
Ja, warum? Weil ich jetzt einen Job übernehmen muss. Also toll gemacht, danke. Wie sieht's so aus, Anführer der Jäger zu sein? Ah, interessiert mich nicht. Bis dann, Kollege. So. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Waffe hat immer noch nicht gezückt. Wetten, ist es da vorne Torus? Das ist irgendein anderer Spast. Ah, wen haben wir denn da? Sieh an, sieh an. Das bist ja du. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Sag mir zuerst die schlechte Nachricht. Raven sucht dich. Seine Gardisten suchen dich. Eigentlich suchen dich alle Banditen. Und wenn sie dich entdecken, werden sie dich töten. Das haben schon viele versucht. Dann ist deine Kampfkunst so groß wie deine Gerissenheit. Mit einer unserer Rüstungen ins Lager zu kommen, das ist wie das Schaf, das zu den Wölfen kommt. Dein Leben hängt an einem dünnen Faden, Sohn der Gefahr. Okay, und was ist die gute Nachricht? Nun, ich weiß zwar nicht warum, aber du hast dir ein paar mächtige Feinde gemacht. Du kannst von Glück reden, dass ich dich erkannt habe und kein anderer. Denn ich bin verständnisvoll und umgänglich. Wie viel willst du? Oh nein, bitte! Ich will doch kein Gold von dir erpressen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Was willst du dann? Vor kurzem hat jemand versucht, Esteban aus dem Weg zu räumen. Er ist jedoch an seinen Leibwachen gescheitert. Geh zu Esteban und sprich mit ihm. Danach unterhalten wir uns noch einmal. Also sollen wir uns jetzt den Weg zu Esteban begeben. Wo der sich aufhält, wissen wir auch nicht. Er braucht noch jemand Schläge. Ich hab grad noch ein bisschen Bock zu prügeln. Na gut. Fisk. Hey! Wenn du hier im Lager einen anständigen Händler suchst, dann hast du ihn gerade. Nein, ich will keinen Händler. Meine Hütte steht direkt hinter Esteban. Also, wenn du was brauchst, komm vorbei. Die haben alle eine ganz schöne Psychostimme. Ich hab trotzdem keine Angst vor denen. Das ist da vorne, das ist Esteban, der große. Du kennst die Regel. Torus. Ohne rote Steintafel kommt. Vergiss die Miene, ich muss zu Raven. Selbst wenn. Wir haben hier Regeln. Und die gelten für alle. Kehr wieder um. Wenn du versuchst, ohne Erlaubnis den oberen Platz. Wenn du was zu beanstanden hast, geh und sprich mit Esteban. Er ist für das Lager zuständig. Okay, ich speichere mal und gehe einfach dahin, wo ich will. Ganz ehrlich. Die haben mir gar nichts zu sagen. Wenn wir angegriffen werden, dann laden wir neu und gehen einen anderen Weg. Aber ein Versuch ist es wert, ein bisschen Prügel, tut dir immer mal gut. Wie können wir schleichen? Können wir vielleicht vorbeischleichen? Oh Gott. Störung schon vergessen. Scheiße. Fuck. C. 9. X. X. Ja, der hört uns nicht. Können wir nur hoffen, dass da nicht noch einer steht? Nee. Geile Scheiße. Nur gleich wird uns irgendjemand sehen und dann werden die uns töten. Da ist schon der Nächste, der uns vielleicht sieht. Halt! Solange du Torus keinen roten Stein gegeben hast, bitte. Okay, bleib ganz ruhig. Du hast jetzt noch eine letzte Chance. Du glaubst wohl, ich mache Spaß. Dir wird. Ja, genau, er hat mir eine Chance gegeben, der Bastard. Na egal. So. Irgendwann muss das. Da wären wir wieder dann an diesem Punkt angekommen. Hier dürfen wir nicht weiter, das ist ganz scheiße. Da müssen wir mit Esteban reden. Wo sich der Typ aufhält, wissen wir nicht. Ich will mich prügeln. Ich frage mal Fans, vielleicht ist das ja einer, der aufmuckt. Komm. Hey, you. Hi. Hey, you. Was Hi. Willst du? Wo krieg ich eine Spitzhacke her? Geh zu Huno, dem Schmied. Aber selbst wenn du eine Hacke hast, heißt das noch nicht, dass du auch in die Mine kommst. Wenn du rein willst, musst du mit Esteban sprechen. Zu Torus brauchst du gar nicht erst zu gehen. Der lässt dich nur rein, wenn du einen roten Stein hast. Das habe ich gerade gemerkt. Sag mal, was hältst du von Esteban? Er ist der Boss hier. Er ist ganz okay, denke ich. Die guten Jungs lässt er immer in die Mine.
die was vom Schürfen verstehen, meine ich. Und du verstehst was vom Schürfen? Ich bin der Beste. Ist klar. So, wohin sollen wir? Nicht wecken. Was? Wenn du dir selbst einen Gefallen tun willst, dann halte dich von Skinner. Der Kerl ist unberechenbar. Den letzten, der ihn geweckt hat, hat er umgebracht. Lass ihn schlafen, das ist das Beste für alle. Sorry für die dumme Lache. Das war einfach nur so ein Flachwitz. Trotzdem keine Angst, nur ein Spiel, mein Gott. Ich greife ihn jetzt nochmal an. Kommt. Schauen wir mal. Was hast du zu sagen? Skinner, yeah. Gleich draufhauen. Na mach schon! Vielleicht können wir den ja auch noch töten. Das wäre sicherlich lustig. Na mach schon! Immer fester drauf. Ist gut! Der hat den gleichen Kampfstil wie Franco. Also, wenn wir ein bisschen Zeit investieren wollen, können wir ihn töten. Fertig. Gib alles! Scheiße, ich sehe mich nicht. Zeig's ihm! Ja, so ist gut! Mach ihn fertig! Lena! Na mach schon! Immer feste drauf! Immer feste drauf! Oh, das tat weh! Na mach schon! Und der letzte, der ihn geweckt hat, hat er umgebracht. Den wirst du ja wohl schaffen. Dann ist vielleicht der nächste, der ihn weckt. Mach ihn fertig! Sein Mörder. Fertig! Nochmal. Ich mach das wieder offline, Leute. Sorry, aber das geht einfach schneller. Ich hab's gleich. Es hat keinen Zweck. Das ist einfach zu hartlos. Aber es liegt einfach daran, dass die Steuerung richtig kacke ist. Wenn die Steuerung einfacher wäre, hätte ich den längst. Blocken mit rechter Maus. Das ist. Ich hab richtig lange versucht einzustellen. Das geht irgendwie nicht. Falls ihr es wisst, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich hab da echt Probleme. Das würde mir das Spiel um einiges erleichtern. Na gut. Kommen wir nicht drum herum, jetzt machen wir uns auf die Suche nach Esteban, wo immer der Typ sich versteckt. Leibwache. Esteban, da ist er ja, mein Guter. So, hier der Oberboss. Du bist also der Kerl, der sich ins Lager gekämpft hat. Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Franco war eine harte Nuss. Niemand hat sich mit ihm angelegt. Niemand. Außer dir. Nur damit das klar ist, wenn du versuchst, den gleichen Scheiß bei mir abzuziehen, dann mache ich dich fertig. Erstens halt einmal. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wieso? Du hast doch schon eine. Die ist fürs Erste gut genug für dich. Ich will in die Mine. Natürlich willst du das. Da bist du bei mir genau richtig. Denn jeder, der in der Mine schürft, darf einen fetten Anteil vom Gold behalten. Und ich verteile die roten Steine, die du brauchst, damit Torus dich durchlässt. Gib mir so einen roten Stein. Okay, aber den gibt's nicht umsonst. Für gewöhnlich verlange ich einen Teil des Goldes, den die Jungs fürs Schürfen bekommen. Wie sieht's denn mit deinen Kenntnissen übers Goldhacken aus, hä? Du verstehst ja nicht gerade viel davon. Wenn ich dir einen roten Stein gebe, dann nicht, weil du so ein toller Buddler bist. Nein. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Was für eine Aufgabe ist das? Einer der Banditen hatte vor, mich zu töten, aber stattdessen haben meine Wachen ihn getötet. Er war wohl scharf auf deinen Posten, was? Er war ein Idiot. Ein Schläger ohne Verstand. Von allein wäre er nie auf die Idee gekommen, sich mit mir anzulegen. Nein, er hat den Auftrag nur ausgeführt. Geschickt wurde er von jemand anders. Ich soll also rausfinden, wer dahinter steckt. Wer auch immer mir diesen Attentäter geschickt hat, er muss dafür bezahlen. Finde ihn. Und ich lasse dich in die Mine. Wegen dieser Sache hat Senyan mich zu dir geschickt. Senyan? Er arbeitet auch für mich. Ich habe ihm gesagt, er soll die Augen aufhalten. Wie soll ich vorgehen? Jeder hier im Lager weiß davon. Du spielst also mit offenen Karten. Versuche herauszufinden, wer auf meiner Seite steht und wer nicht. Und lass dich nicht von den Kerlen verarschen. Sprich mit Snuff. Der dicke Koch kriegt eine Menge mit. Okay, ein neuer Krimi, Crime Time. Gut, dann werden wir mal Snuff den Koch suchen. Ich habe aber auch null Anhaltspunkte, wo der sein könnte, aber wir haben ja Zeit und Geduld. Ich
habe wohl langsam echt wieder Bock zum Aufnehmen, wenn du bloß dieses Legging nicht mehr. Na gut, das ist nicht wirklich Legging, aber... hier, einige Spiele mit guter Grafik packt mein PC einfach nicht mehr, der ist deutlich schlechter geworden. Ich musste immer Staub raus. Aber das ist ziemlich ätzend, weil ich habe eigentlich schon noch Bock auf LP, aber auch in letzter Zeit so wenig Zeit. Na gut, in einem halben Jahr habe ich einen neuen PC und ich habe noch, was weiß ich, 40 Videos vorproduziert. Wenn ich 4 im Monat hochlade, jede Woche 1, das wären 12 im Monat. Ja, es reicht noch für gut 4 Monate aus. Und ein bisschen aufnehmen, so Gothic kann ich ja und Torchlight auch noch, aber die anderen Projekte, ich schätze Assassin's Creed, muss auf kurz oder lang abgebrochen werden, so dass es mir auch tut, obwohl die Zuschauer da immer weiter runtergehen. Deswegen. Aber ich bin froh, dass ich endlich wieder motiviert war aufzunehmen. Es war schon ein bisschen, ja, sehr eng mit der Zeit. Wer hat das sagen? Was weiß ich über das Lager? Ich suche Snuff. Ja, wo ist Snuff? Da oben steht Finn, oder? Ist das Finn? Nein, ein normaler Bandit. Hier ist irgendwo Viech. Na gut, wenn wir es nochmal sehen, sprechen wir ein erstes Wörtchen mit dem Tier und sonst. Lassen wir es einfach in Ruhe, ne? Wo könnte noch was sein? Ein Bett? Ich weiß nicht, ob das jetzt was zum nächsten Morgen zu pennen. Ich weiß überhaupt nicht. Ist es Mittag oder was? Weil es ist. Oder Abend, weil es ist ein bisschen dunkel. Ich glaube, es ist diese düstere Gegend und Gewitter und so. Kriegen wir die Truhe auf? Yeah. Ohne Dietrich. Perfekt. Gut, dann gehen wir zurück. Schauen wir mal, wo könnte noch was sein hier. Ah ja, gut. Homo. Ne, Huno, sorry. Wegen des Attentats. Wegen des Attentats. Was willst du von mir? Ich suche den Auftraggeber. Oh, jetzt krieg ich aber Angst. Und warum kommst du damit zu mir? Ich hab gedacht, du weißt vielleicht was über die Sache. Weiß ich nicht. Alter, der ist dein Handwerk. Wie es aussieht, beherrscht du irgendwie gerne mal verarschen. Das hab ich doch schon mal gehört. Bringst du den Stahl? Stahl? Nein, ich denke, du verwechselst mich. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Kennen wir uns irgendwoher? Nein. Klar, aus dem alten Lager, verarsch ich ihn mal. Klar, aus dem alten Lager. Das alte Lager, richtig. Du bist dieser neugierige Typ. Ich dachte, du wärst tot. Ja, das denken alle. Wer hat sonst noch überlebt? Wenige. Vielleicht ist ein paar sind wie ich mit Raven geflohen. Für viele andere wurde das alte Lager zum Grab. Raven, du Bastard. Ich brauche eine bessere Rüstung. So, die kannst du haben. Dass sie so teuer ist, liegt an Esteban. Dieser verfluchte Hund kassiert nämlich von jeder Rüstung, die ich verkaufe, seinen Teil ab. Okay. Schwere Banditenrüstung. Weiß nicht, lohnt die sich? Wie viel Gold haben wir denn überhaupt? So, na, informieren wir uns halt noch kurz über seine Flucht. Erzähl mir von deiner Flucht. An dem Tag, als die Barriere fiel, brach Chaos aus. Das Einige versteckten sich, andere flohen und überall wurde geplündert. Was hast du gemacht? Ich wollte gerade das Lager verlassen. Da wird es schlagartig hell und ein sengender Schmerz fraß sich durch meine Haut. Ein verdammter Blitz hatte mich erwischt. Es ist mir so, als könnte ich ihn immer noch hören. Später erzählte man mir, dass Taurus mich gefunden und mitgenommen hat. Ach so, okay. Dann wissen wir Bescheid. So, wo ist Sauf oder wie auch immer dieser Koch heißt, ey? Ich hasse diese Sucherei, wenn man nicht weiß, wo derjenige steckt. Na gut, dann googeln wir den mal. Und dann wird man ihn schon irgendwann finden. Sieht der kochig aus? Das ist, wie heißt mein Freund? Fortuno, der sagt bestimmt, eine schwarze Wolke über dem Haus. Der eine kommt. Mit ein Psycho. Gebraucht, ihn zu rufen. Ihn, der mich sieht. Er sieht mich. Oh nein, geh weg. Verschwinde. Oh nein. Alles klar bei dir? Oh nein. Grün. Rot, rot. Ich kann ihn nicht finden. Rot. Aber ich sag dir eins. Mit diesem Psycho-Schmächern kriegst du mich nicht rein. Scherz. Hier, nimm dieses Sumpfkraut. Rauch nur hier, uns. Nimm dieses Sumpfkraut. Gott,
der ist arm dran. Er leidet. Nicht grün, nicht stark. Nicht grün, nicht stark. Der hat Problem. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Der grüne, grüne Novize hilft dem Novizen. Das ist nicht gut. Ich komme später wieder. Ich will ihn einmal angreifen. Ich will wissen, wie dieser sentimental behinderte Spaß reagiert, wenn wir ihm auf die Fresse hauen. Das ist doch interessant. So. Oder sagt er sogar, steckt die Waffe? Nee, der kriegt gar nichts mit. An sich hätten wir den sowas von locker gepackt. Und wenn er sich seine dummen Kollegen geholt hätte, wäre er einfach tot. Oh nee, wir hatten nicht gespeichert. Doch, wir hatten gespeichert. oh Gott, ich hab doch gerade gespeichert und hab's schon wieder vergessen. Meine Fresse. Na egal. Macht ja nicht. So, scheiß drauf, der Typ ist zu weit entfernt. Wir haben ein bisschen mit ihm geredet. Können wir seine Truhe plündern, ohne dass es merkt? Das ist doch gerade eh geistig gestört. Gut, er ist nicht gemerkt, lol. Junge, Junge. Sauf, könnte er hier drin sein? Hier ist eine Frau, Lucia, eine Banditin. Kommst du aus Korinis? Kommst du nicht aus Korinis? Erinnere mich bloß nicht daran. Mein Leben in dieser Stadt war schrecklich. Bitte, das ist Lucia. Als noch die Schiffe mit den neuen Verurteilten ankamen, da war in der Stadt noch was los. Aber diese ganzen anderen Typen. Das ist die Nutte. Nein, danke. Aus der roten Laterne. Liegt daran, dass wir auf einer Insel die sind. Verschwunden ist, naja, aber was ist eine andere? Die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, das ist die. Mit Eldridge bin ich fertig. Warum? Das er ist ein sie. Schlappschwanz. Als ich von den Banditen verschleppt wurde, hat er keinen Finger krumm gemacht, um mir zu helfen. Er war selber gefangen. Was hast du jetzt vor? Mal schauen. Ich bleib erst mal hier bei Snuff, Fisk und den anderen. Achso, also Snuff hier. Hast du schon mit Torus gesprochen? Oh, Enos, ist das ein wahrer Baum von einem Kerl. Entschuldige, kommen wir auf deine Frage zurück. Ich hab kein festes Ziel, ich lass mich treiben. Oh Gott, man merkt, dass hier immer noch nuttig ist. Und, wie sieht's aus? Hör zu, wenn du was essen willst, geh zu Snuff. Wenn du was trinken willst, bist du bei mir richtig. Was trinkt ihr denn hier so? Wir haben nur wenig Bier. Das einzige Bier auf der Insel haben die Paladine mitgebracht. Naja, wenigstens etwas Gutes, das die Kerle mitgebracht haben. Ansonsten trinken wir Schnaps. Ich habe selbstgebrauten Grog und weißen Rum. Den solltest du probieren. Das Rezept habe ich von Samuel. Der Alte versteht wirklich sein Handwerk. Ja. Yeah. Was könnte dir mir was beibringen? Was weißt du über das Attentat gegen Esteban? Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Das ist schlimm. Gar nichts. Du magst die Paladine nicht besonders, was? Diese fanatischen Mörder im Auftrag der Feuermagier? Nein. Dieser Lord Hagen besetzt mit seinen Schlägern die Stadt und alle buckeln vor ihnen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht darauf warten, dass sie die rote Laterne zumachen und mich einsperren. Die Paladine sind die Kämpfer Enos. Es sind keine Mörder. So? An ihren Schwertern klebt auch Blut. Genau wie an den Waffen der Banditen oder Piraten. Der einzige Unterschied ist, sie tun es in Enos Namen. Und nicht, weil sie überleben wollen. Oh, verleugnest du etwa Enos Vibe? Verleugnest du etwa Enos Vibe? Wie könnte ich das tun? Es sind Menschen, die seinen Namen missbrauchen. Doch zweifle ich keine Sekunde an Enos göttlicher Herrlichkeit. Die Paladine kämpfen nicht nur in seinem Namen. Enos erwählt seine Krieger. So? Ich glaube, es sind die Menschen, die sich selbst erwählen. Jedoch, deine Worte verwundern mich. Du sprichst fast so, als wärst du einer von ihnen. Hast du schon mal einen Menschen getötet? Nein. Und ich bin auch sehr froh darum. Bitte, lass uns nicht länger solch ernste Worte wechseln. Trinken wir lieber und erfreuen wir uns an jedem Augenblick, den uns die Götter schenken.
Okay. Kannst du mir... Nur zu gern. Bei mir kannst du deine Geschicklichkeit trainieren. Geschickter? Na, erstmal nicht. Gib mir was zu trinken. Gib mir was zu... Achso. Brauchen wir dringend... Brauchen wir überhaupt was dringend? Oh, nö, lassen wir. Wie viel sie zu Elric ist, das geht ja gar nicht hier. So, da ist Nav, das ist der Koch. Und im nächsten Part werden wir sicherlich eine düstere Geschichte von ihm hören. Und wissen, wie wir unseren Kriminalfall weiter auf die Spur kommen. Oder ich hoffe, das ist richtig gedeutscht daher. Naja, irgendwie schon. Gut, dann bis zum nächsten Part. Also wieder einschalten, viel Spaß und ciao.